eyes open. No, no. And I see one, same like me, homeless people. And he told me, Alexanderplatz, Wednesdays, Fridays, and Saturdays, give hot soup. Come here, I'll bring you here. Wir haben hier erstmal 40 Tische aufgebaut. Wir haben alle 2,50 Meter Länge. Da können wir zwei Personen platzieren mit einem Abstand von 1,50 Meter zueinander. Das heißt, 80 Personen zeitgleich können hier jetzt erstmal Platz nehmen. Wir bieten ein bisschen was weg von der Suppenküche an. Das heißt also, wir haben Tellergerichte, es wird auf Porzellan serviert, wir haben mehrere Komponenten und versuchen auch weihnachtliche Essen anzubieten, um so ein bisschen mehr Geschmack und Volumen auf die Teller zu bringen. Und die ersten Tage haben gezeigt, dass die Klienten, wie sie genannt werden hier von der Kältehilfe, das sehr wohlwollend annehmen. Wir machen die Kältehilfe Koordinierung schnell. Da kommt noch ein bisschen Schmand oben drauf, ein bisschen Schnitt. Genau, bloß halt. Ach, da ist es schon. Einen Moment. Hier willst du mal. Da, guck mal. Es ist so viel weggebrochen für die obdachlosen Menschen. Also weniger Menschen sind unterwegs. Man kann immer weniger Flaschen sammeln. Auch beim Betteln kriegen die einfach weniger Geld. Die Menschen haben nichts mehr zu essen und wenn es kalt ist, müssen die Menschen sich auch tagsüber aufwärmen. Und deshalb gibt es diese Tagesstätten eigentlich, aber wir müssen entzerren, auch hier.